Auf jeden Fall. Bale 101, Ronaldo 94, Higuain, also 90 Millionen für ihn. Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einem weiteren Just Kick It Video. Die neue Just Kick It ist erschienen. Die Ausgabe Januar 2017 schon, Leute. Die neue Ausgabe hier. Und was haben wir heute hier alles dabei? Natürlich kostet das Ganze 3,90 Euro. Und wir haben dabei eine Special Card von der FIFA 365 Serie Adrenalin XL. Dann die limitierte Auflage von Manuel Neuer. Also, die muss man eigentlich haben. Nicht nur als Sammler, sondern auch als FIFA 365 App User, Nutzer, Spieler, Zocker, wie auch immer. Und dann natürlich hier noch den Hacky-Sack. Den Hacky-Sack. Und ich würde sagen, ich packe das Ganze mal jetzt hier erstmal aus. Und wir haben hier die Kärtchen und natürlich den Hacky-Sack für coole Freestyle-Kicks. Oh yeah. Und natürlich noch die Zeitung. Ich würde sagen, die Kärtchen und den Hacky-Sack zeige ich euch am Ende. Und wir kommen jetzt erstmal hier zum Magazin. Das zeige ich euch immer ein bisschen so im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. So, einmal haben wir natürlich hier die Inhaltsangabe. Extra Bundesliga, International, DFB-Team und so weiter und so fort. Natürlich haben wir auch wieder coole Poster mit dabei. So, wen haben wir denn hier alles? Zlatan, Inter, blablabla. Kaka. Irre hohe Ablösesumme. Ja, der teuerste Spieler ist ja natürlich Paul Pogba. 105 Millionen. 105 Millionen. Das ist heftig. Ja. Auf jeden Fall. Bale 101, Ronaldo 94, Higuain, also 90 Millionen für ihn. Ja, ich spare mir mal meine Worte jetzt hier. Auf jeden Fall Spitzensummen für die Stars. 37, also für die Bundesliga-Stars, okay. Volland, Götze, zweimal Götze in der Liste. Einmal von Dortmund zu Bayern und einmal von Bayern zu Dortmund. Skylanders Magazin. Fun und Action Bilderwitze. Hier unten Piqué. Ging das Spiel jetzt 2 zu 2 für uns oder 2 zu 2 für den Gegner aus? So, machen wir weiter. Die roten Bullen rocken die Liga. Ja, Leute. Schaut euch diesen Spieler an und schreibt genau jetzt unten in die Kommentare, wie ihr euch fühlt. Oder was ihr über den Spieler denkt. Sucht euch was aus. Mehr sage ich dazu nicht. Ich blätter mal weiter. Der feilschnelle Torgarant. Okay, Star Wars Magazin. Nice. Hier, witzige Weihnachtsmänner. Hier, so. Vier Spieler vom FC Bayern München, kann ich euch jetzt schon sagen. Könnt ihr es erkennen? Wer ist das? A, natürlich Arjen Robben, das erkennt man. B, David Alaba. C, Philipp Lahm. Und D, Robert Lewandowski. Oh yeah. Machen wir weiter. Oh, jetzt kommen wir schon zu den Postern. Einmal Kimmich, dann Barcelona. Barcelona, 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 Barcelona. Oh, oh na. Hier natürlich mit Iniesta, Suarez, Alba, Piqué, Busquets, Rakitic und so weiter. Lewandowski, ihr wisst ja, Barcelona bin ich auch ein Fan von. Nicht nur die Hertha, Ronaldo als Poster. Anthony Modest, Götze, Mali. Die andere Seite hier. Dann die Hashtag Boom. Die gab es ja bei mir auch schon auf dem Kanal. Mit Jerome Boateng als limitierte Auflage. Und den braucht man eigentlich auch, oder? Boateng als Limi. Darf man einfach, oh, auf den kann man nicht verzichten, sagen wir es so. Ich war auch mal Torwart, Kimmich. Der war mal Torwart? In der Jugend wahrscheinlich. Die Mannschaft von A bis Z. Oh, krasse Kickschuhe. Neymar, Phantom, Phantom 2, Neymar, X Jordan wahrscheinlich. Und Adidas Messi 16. Adidas Ace von Matze und Marco Reus Puma. Also Leute, welchen Schuh von diesen Vieren findet ihr am geilsten? Also ich muss sagen,
Den von Neymar und von Messi. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also der von Reus ist auch noch der teuerste und der sieht für mich am hässlichsten aus. Aber ist nur halt Auge. Die Schuhe können ja, sind wahrscheinlich alle überragend. So, dann hier noch die eure Lieblingsfußballspieler, eure Lieblingsteams. Natürlich wieder auf den ersten 5 Positionen. Nur Bayern-Spieler Manuel Neuer, Müller. Oh yeah. Lewandowski, Boateng, Kimmich, Bale, Ronaldo, Griezmann, Schweini und Matze. Ist die Top 10. Leserbriefe sind auch wieder dabei. Hier von wem? Von Nick, ist 7 Jahre alt. Eure Zeitschriften sind die besten. Ich kann es nie erwarten, bis die nächste Zeitschrift rauskommt. Könntet ihr in die nächste Ausgabe eine limitierte Auflage von Lewandowski und Rooney tun? Das wäre voll cool. Das schreibt der Nick ans Just Kick It Team. Weiter geht's. Oh, mir. Eine Nintendo Carrera-Bahn. Das ist mal richtig heftig, Leute. Hattet ihr früher auch eine Carrera-Bahn? Ich hatte eine und hier mit Mario und Luigi, Leute. Das ist auch ein Traum. Und dann sind wir auch schon wieder durch damit. Und nächstes Mal gibt es eine Kickbox, Leute. Diese Kickbox, damit spielen wir definitiv wieder. Damit zocken wir und hier auch nochmal ein Hinweis. Es gibt eine FIFA 365 App, Leute. Da könnt ihr zocken mit den Kärtchen. Davon gab es ja auch schon auf meinem Kanal viele Videos. Und ich würde sagen, hier, tada, mit dieser Karte kommt ihr auf jeden Fall, habt ihr eigentlich einen Punkt zu 99,9% sicher eigentlich. Manuel Neuer, limitierte Auflage. Und dann noch Marcel Schmelzer, Borussia Dortmund als Fans-Favorite-Karte. Und Schmelle ist in jedem Magazin drin. Und wir öffnen jetzt hier noch den Hacky-Sack, den werde ich heute nicht testen, weil was soll ich damit schon Großartiges machen? Das ist ja der Hacky-Sack, das ist ein, ja, so ein Sack. Ich glaube, solche Säcke gab es, das hört sich jetzt komisch an, solche Säcke gab es früher mal auch in Cornflakes-Verpackungen, oder? In Cornflakes. Kann das sein? Ich glaube schon. Hier auf jeden Fall im schwarz-weißen Just Kick It Design, der Hacky-Sack. Oh yeah. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein kurzer Überblick mit über der neuen Just Kick It Januar 2017. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Wir sind jetzt in der Endcard. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren, sodass ihr keiner meiner Videos mehr verpasst. Rechts daneben findet ihr nochmal die letzten 2 Videos, die ich hier rausgehauen habe. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, checkt sie auf jeden Fall aus. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi.